Zuerst möchte ich mich sehr herzlich für die Einladung hierher bedanken. Ich hoffe, dass Sie nach dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben und was ja sehr konkret auf die aktuelle Situation bezogen ist, überhaupt Lust haben und Interesse haben, nochmal ein paar Thesen und ein paar Gedanken zu hören, die davon ausgehen, wie die heutige Zeit dringend die Vielfalt der Kultur braucht, um die Demokratie zu erhalten, erstens, und zweitens, wie Impulse besonderer Art das Leben in einer Stadt verändern können und Wendungen herbeiführen können. Also, wenn Sie so wollen, versuche ich jetzt nochmal einen Blick zurückzugehen hinter das, was wir jetzt als Fakten aus der politischen Ebene und Diskussion in Gera gehört haben. Und ich hoffe trotzdem, dass das Ihr Interesse findet. Ich möchte mit einem Glückwunsch beginnen, mit einem Glückwunsch für dieses selbstbewusste, geistreiche Wortspiel Gerade Kultur. Ich finde, daraus sollte man schon mal kommerziell was machen, mit T-Shirts und Servietten und Postkarten und allem Möglichen, um Gerade Kultur unter die Leute zu bringen, in der Stadt und auch außerhalb. Denn in der Tat, das ist es ja, worum es geht. Gerade Kultur jetzt und gerade Kultur hier. Das sind eigentlich die beiden Überschriften, unter die ich meine Ausführungen stellen wollte. Ich will mal beginnen mit gerade Kultur jetzt. Am 16. November haben sich in Hamburg, einer reichen Stadt, die Betriebsräte aller Hamburger Theater gemeldet und haben appelliert an die Politik, den Kulturhaushalt zu erhöhen. Mit einem offenen Brief wandten sie die Arbeitnehmervertreter an die Bürgerschaftsfraktionen aller Parteien. In Krisenzeiten wie diesen ist nicht weniger, sondern mehr Kultur nötig. Das ist genau, glaube ich, die Erkenntnis, das ist der Satz, hinter dem wir, die wir uns für Kultur und für Städte und für Demokratie stark machen, wirklich uns merken müssen. Wir müssen antizyklisch handeln, was die Kultur angeht, in Zeiten der Krisen, so wie sie über uns hereinbrechen, ist Kulturförderung und Schutz von Kultur wichtiger denn je. Denn die Kinder, die Jugendlichen, die heranwachsende Generation, auch die alten Menschen, auch die Menschen, die sozusagen an den Rand getrieben werden in einer Wirtschaftssituation, wie wir sie haben, brauchen Kultur als Halt, als Verstärkung des Individuums und zugleich als Zusammenhaltsmöglichkeit für ein lebendiges, demokratisches Gemeinwesen. Das sind die Betriebsräte der Theater in Hamburg gewesen. Übrigens ist es das erste Mal, dass vom Deutschen Schauspielhaus über die Staatsoper, über das Thalia-Theater bis hin zu den kommerziellen Theatern, auch den großen Musical-Theatern, alle Betriebsräte zusammen diesen Appell veröffentlicht haben, um darauf hinzuweisen, dass in Zeiten der Krise, in denen immer von Sparen, von Austerität die Rede ist, was Kultur angeht, genau der gegenteilige Weg beschritten werden muss. Interessanterweise ist das übrigens sogar die Politik der jetzigen Bundesregierung. Wir haben ja gerade in dieser Woche den Haushalt für 2013, den Bundeshaushalt verabschiedet, und siehe da, während in fast allen Bereichen starke Einschnitte zu verzeichnen war, hat der Staatsminister für Kultur
ganz selbstbewusst sagen können, dass er über seinen Etat hinaus weitere 100 Millionen zur Verfügung hat. Das ist ein Aufwuchs von 8%. Und man muss feststellen, dass seitdem es den Staatsminister für Kultur gibt, bei allen Regierungen, ob die nun rot-grün waren oder großkoalitionär oder jetzt schwarz-gelb, man offensichtlich wirklich gesehen hat, dass Investitionen in Kultur eben nicht eine x-beliebige Subvention ist, sondern Investition in was ganz Wichtiges und Existenzielles für unsere Gesellschaft. Nun kann man natürlich sagen, ja schön, der Bundeshaushalt für Kultur wird erhöht um 8%, eine anständige Prozentzahl, und das in Folge über die Jahre hinweg, aber das sind 0,3% des gesamten Bundeshaushaltes, und letztlich ist es auf die kulturelle Situation unseres Landes bezogen natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die großen Ausgaben für Kultur bei den Ländern und bei den Kommunen liegen. Aber auch da muss man sagen, dass der Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Zusammenhang mit der Diskussion des Bundeshaushaltes einen Appell gerichtet hat an die Länder und an die Gemeinden, den ich schon sehr bedenkenswert finde. Bedauerlicherweise, so Wolfgang Börsen, macht das Bundesbeispiel keine Schule. In Städten und Gemeinden bleibt ein beherztes Wachstum für Kultur aus. Noch kritischer, in den meisten Ländern befindet sich die Kulturfinanzierung auf dem Rückzug, und zwar ganz deutlich. Obwohl die Förderung der Kultur in fast allen Ländern Verfassungsrang hat, führen offensichtlich Finanzlage und Sparzwänge zu solchen Verzweiflungs. An der Stelle will ich nur mal kurz einfügen, das ist unter anderem einer der Gründe, warum wir uns ja, die Linken im Bund, in den Ländern, seit Jahren dafür einsetzen, dass es endlich ein Staatsziel Kultur in der Verfassung gibt. Nicht nur in den Länderverfassungen, sondern im Grundgesetz, in unserer Verfassung, dass dort endlich steht, der Staat, der Gesamtstaat, schützt und fördert die Kultur. Und wenn Kritiker sagen, dafür kann man sich dann auch keinen Eintritt ins Museum oder ins Theater kaufen, dann halte ich immer dagegen, dass es schon ein Unterschied ist, ob so etwas in einer Verfassung steht oder ob das in einer Verfassung nicht steht. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass drei sehr unterschiedliche europäische Länder sich in den letzten 20 Jahren neue Verfassungen gegeben haben. Das war Spanien nach der Franco-Diktatur, das war Polen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, und das war interessanterweise die Schweiz, weil sie fand, dass sie trotz der starken kantonalen Regelung eine neue Verfassung braucht. Und in all diesen drei neuen Verfassungen gibt es ein extra Kapitel unter dem Begriff des Staatsziels Kultur im Verfassungsrang. Sehr unterschiedliche Gesellschaften, die das auch sehr unterschiedlich ausführen. Zum Beispiel in Polen gibt es sogar ein Unterkapitel, dass gerade alte Menschen das Recht auf Kultur behalten müssen, dass sie sozusagen ihr Leben lang, als sie arbeitsfähig waren, gesund waren, teilnehmen konnten am Steueraufkommen des Staates gehabt haben, dass ihnen das als alte Menschen nicht weggenommen werden kann. Und natürlich Kapitel für Kinder und für Jugendliche. Also meine erste These ist, Kultur gerade jetzt, die Zeit ist gut dafür, die Politik sieht es ein, was vor 20 Jahren vielleicht noch nicht so ganz gesehen worden ist, und es ist tatsächlich in Zeiten der Krisen so notwendig, wie es bisher kaum gewesen ist. Jetzt kommen wir zu Kultur gerade hier. Ich möchte Ihnen ganz kurz, möchte ich Sie entführen in eine Stadt, die das gemacht hat, was 2008 wohl dem Stadtrat
und den Bürgern und Bürgern hier vorgeschwebt ist. Bilbao. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die nordspanische Hafen- und Industriestadt Bilbao kennt. In den 70er Jahren und 80er Jahren vollkommen heruntergekommen, weil sowohl der Hafen als auch die Werften, als auch die petrochemische Industrie, als auch die Stahlzuliefererindustrie keine Zukunft mehr hatte. Und in dieser für die Stadt, die damals auf 300.000 Bewohner auch heruntergeschrumpft war und unendlich viele Arbeitslose hatte, besonders unter jungen Menschen. In dieser Stadt hatte die Stadtverwaltung einen Entschluss gefasst, der im Grunde genommen zunächst in Spanien und darüber hinaus nur Kopfschütteln ausgelöst hat. Die haben nämlich gesagt, unsere bisher Industriestadt, die aber auch nicht übermäßig originell war, das müssen wir eigentlich mal zugeben, die soll jetzt zur Avantgarde spanischer Städte gehören. Das Stichwort hieß Sevilla, Barcelona und jetzt Bilbao. Und was haben die gemacht? Die haben sich ein Weltmuseum in Bilbao gebaut. Gehry als Architekt, die Guggenheim-Stiftung als Museumskurator der Sammler. Und gesetzt haben sie auf die klassische Moderne. Dieses Bilbao hat sich gesagt, wir haben unser industrielles Herz verloren. Wir sehen eigentlich nur eine Chance, um die Geschichte der Stadt ins Positive zu wenden, dass wir da an der Stelle, genau an der Stelle, nämlich des alten Hafens, der alten Docks, dass wir an dieser Stelle ein kulturelles Herz schaffen. Und was im Grunde genommen sehr umstritten war, zunächst bei Teilen der Bevölkerung und auch außerhalb, hat auf eine geradezu sensationelle Art und Weise funktioniert. Ich nehme das Beispiel Bilbao nämlich deswegen, weil es ja immerhin nun über 20 Jahre her ist, dass es dieses Museum gibt und dass es eine hervorragende statistische Begleitung gibt, die uns Daten zur Verfügung stellt, die man sonst eigentlich nur immer so in Prognosen und in Spekulationen kennt, die aber hier vollkommen zu erhärten sind. Heute kommen 1 Million Touristen nach Bilbao. Also in den 70er Jahren war die Zahl der Bevölkerung auf etwas über 300.000 heruntergegangen. Inzwischen ist die Zahl der Bevölkerung auch durch Eingemeindungen des Umfelds wieder stark gestiegen, sodass man heute sagen kann, Bilbao ist eine Stadt mit 900.000 Menschen. 900.000 Menschen leben dort, 1 Million Touristen kommt im Jahr nach Bilbao und besuchen in erster Linie das Museum. Die Hälfte der Besucher kommt aus dem Ausland. Diese geben hochgerechnet jeweils gut 200 Euro in Bilbao aus. Die Zahlen werden jährlich von der Stadtverwaltung veröffentlicht und sind sozusagen wirklich harte Zahlen. Demnach haben im Jahre 2010, das sind die aktuellsten Zahlen, die Besucher des Guggenheim durch direkte und indirekte Ausgaben, Hotels, Gastronomie, Transport, 200 Millionen Euro zum Bruttosozialprodukt beigesteuert und dem baskischen Finanzamt 26 Millionen an Steuereinnahmen beschwert. Diese Zahlen, die jedes Jahr veröffentlicht werden, sind relativ konstant. Es gibt mal einen kleinen Delle nach unten, dann geht es wieder nach oben. Aber das ist sozusagen das Fazit, das wirtschaftliche, das ökonomische Fazit, das man ziehen kann, wenn eine Stadt den Mut hat und die Hellsichtigkeit auf Kultur zu setzen, nachdem ihr Erbe der industriellen Arbeit im Grunde genommen durch ökonomische Veränderungen und ökonomische Daten
sich miserabel gewendet hat. Nun muss man dazu noch Folgendes vielleicht erwähnen. Der Unterschied zwischen Bilbao und Gera in dieser Situation ist ja Folgendes. Bilbao hatte keinen Otto Dix. Bilbao hat keinen Maler von Weltrang, von dem es sagen könnte, den stellen wir aus, das ist unser Herz, das personifiziert die Geschichte unserer Stadt. Und trotzdem haben sie auf die Kunst und die Kultur gesetzt. Und Bilbao musste sich einen Architekten wie Gehry erst einladen, nach Bilbao zu kommen und dort das Haus zu bauen, den sogenannten, wie die Ökonomen sagen, einen Impulsbau. Es gibt Bauten, die geben Impulse aus für weitere Entwicklungen. Gera hat Otto Dix und Gera hat den Chipperfield-Bau, Entschuldigung, haben wir jetzt versprochen. Also Gera hat in der Tat 2008 zwei Komponenten gehabt, auf die man setzen konnte, die man nutzen konnte als Fundament, um genau eine solche Entwicklung einzuleiten, den Mut zu haben, auf eine solche Entwicklung zu setzen. Das war eigentlich die große Leistung 2008, als das durch die Zeitungen ging, als ich das gelesen habe, habe ich immer gedacht, das ist doch hervorragend, da passiert jetzt hier in Thüringen etwas, was man in Europa sehen kann. Denn neben Bilbao könnte ich Ihnen jetzt noch ein Beispiel über Liverpool erzählen. Auch eine große, bedeutende Hafen- und Industriestadt, vollkommen heruntergekommen, die denselben Weg gegangen ist, indem sie zum Beispiel die Tate Modern davon überzeugt hat, dass nicht in London der ganz große Schatz der modernen Klassik in der Tate-Ausstellung ist, sondern dass der nach Liverpool geht. Ich könnte Ihnen Geschichten österreichischer Städte erzählen, die im Übrigen allerdings, das muss man als Unterschied erwähnen, vom Bundesstaat Österreich stark gefördert werden. Der Bundesstaat Österreich hat sich ein Kulturförderungsgesetz gegeben vor 10 Jahren, das eine interessante Präambel hat. Er fordert nämlich den Bundesstaat Österreich dazu auf, dass in Regionen, die wirtschaftlich schwach sind oder in denen der wirtschaftliche Erfolg abnimmt, per Frühwarnsystem Projekte angemeldet bekommen, die dann Kulturprojekte, die sozusagen gegensteuern können, um diesen Abbau des Wirtschaftlichen aufzufangen durch einen Aufbau von Kultur in Form von Festivals, in Form von Ausstellungen, in Form von Impulsbauten, wie man so schön sagt, von Museen, von internationalem und nationalem Charakter. Es gibt natürlich auch naheliegende Beispiele, wenn wir mal von Bilbao über Liverpool, Österreich so langsam uns zu Gera zurückbewegen. Chemnitz hat den Weg beschritten und zwar mit großem Erfolg, mit ganz großem Erfolg. In Naumburg wiederum mit einer anderen Art der Kultur hat den Weg bestritten, auch mit großem Erfolg. Was uns diese Beispiele allesamt lehren, ist, man muss den Mut haben, wenn man in der glückhaften Lage ist, wie Gera, mit einem so großen Giganten der modernen bildenden Kunst wie Otto Dix auch noch die Personifizierung der Kultur in seine Stadt hinein deutlich zu machen, dann ist im Grunde genommen dieser Weg des Mutes und der Hellsichtigkeit der einzig Richtige, der zu beschreiten ist. Und kleinmütiges Zurückgehen und Aufgeben, nachdem man das schon mal alles erkannt hat,
Nachdem man das alles schon mal erkannt hat und nachdem sozusagen auch die Bedingungen so günstig sind wie kaum sonst, man hat den Bau, man hat die Sammlung, das heißt, man hat die Sammlung vielleicht auch demnächst nicht mehr in ihrem Angebot, wenn man auf den Raum verzichtet, denke ich immer, es ist so offenkundig, dass man diese Chance eigentlich nicht vergeben dürfte. Man dürfte nicht zurück hinter das Konzept und hinter die Vorstellungen und hinter die Vision von der Stadt, die man ja schon mal entwickelt hat. Wichtig in dem Zusammenhang ist aber natürlich vor allen Dingen eins, die Bürgerschaft zu motivieren. Wir hatten neulich im Kulturausschuss in Berlin eine Anhörung und da hat einer der Experten gesagt, Kunst und Kultur wird in unserem Land da gefördert, wo sie von der Zivilgesellschaft gefordert wird. Das heißt also, es muss auch die Forderung da sein, es muss ein Dahinterstehen geben hinter einem solchen Projekt. Und dann scheint mir die heutige Zeit sehr günstig zu sein, was die Politik angeht. Die Politik sieht im Grunde genommen vieles ein. Und jetzt lassen Sie mich nochmals jemand, der viele Museen, Städte und Galerien kennt und den ganzen Hype um Berlin immer wieder mitmacht, nochmal über einen Gedanken sprechen. Ich finde, die Oberbürgermeisterin hat vollkommen recht, wenn sie sagt, es geht doch nicht, dass da so ein Bau leer steht und uns der Leerstand 100.000 Euro im Jahr kostet. Ich finde, das ist ein Argument, dagegen kann man gar nicht anargumentieren. Ja, da hat sie vollkommen recht. Was ich allerdings nie verstanden habe, übrigens von Anfang an nicht, und nicht nur bei diesem Projekt, wieso man in dieses Haus, das ich erlebt habe in dieser wunderbaren Nacht der Geburtstagsfeier, wieso man in dieses Haus nun wieder Millionen zunächst mal investieren muss, bevor man dort eine Ausstellung und ein Museum stattfinden kann. In Berlin kommen die Millionen Besucher nicht aus dem Staunen raus, dass gerade ganz wertvolle, großartige Kunstausstellungen, ich will mal so sagen, an ganz kruden Orten, voller Brüche, voller Unfertigkeiten, voller Ecken da sind. Und genau das ist eigentlich etwas, was die Faszination ausmacht und unter uns. Ein Werk wie das von Otto Dix, wieso kann es nicht in dieses Haus, in diesem Haus ausgestellt werden, ohne dass man jetzt da Millionen investieren muss? Ist mir unverständlich. Das scheint eine deutsche Krankheit zu sein, sowieso, das ist ja nicht nur hier so, was die Umbauten kosten, was die Umbauten der Umbauten kosten. Zwei Jahre später kommt irgendjemand und stellt fest, das, was wir vor zwei Jahren mit viel Geld umgebaut haben, entspricht einfach nicht mehr diesen oder jenen Vorstellungen. Also muss es wieder geschlossen werden und umgebaut werden. Ich finde, dagegen sollten sich wirklich Bürger allmählich mal einen geraden Rücken machen. Und da ich gelesen habe, dass es hier jetzt auch einen Bürgerhaushalt demnächst geben soll, wir in Sachen Kultur in Jena aus meiner Beobachtung sehr gut stattgefunden hat und die Bürger daran teilnehmen können, an dem, was eigentlich finanziert wird und wie es finanziert wird und warum es eigentlich so finanziert werden wird. Also da würde ich immer ansetzen. Und dann sagen zum Schluss noch eine Sache. Ich glaube, die Erkenntnis in dieser Stadt im Jahre 2008, was man mit ihr machen könnte, wie man sie verändern könnte, welchen urbanen Wandel man herbeiführen könnte durch Otto Dix
und die Kultur und ein Kunsthaus ist nicht weg von der Tagesordnung. Ist auch nicht weg, wenn das jetzt seinen politischen Gang nimmt und ein Investor dort einzieht. Ich meine, die Erfahrung, die wir mit Investoren gemacht haben, Land auf und Land ab. Wer hätte denn vor Jahren je gedacht, als die Landeszentralbank diesen berühmten Architekten beauftragt hat, dieses Gebäude hier in Gera zu bauen, dass die ein paar Jahre später sagen, oh, was machen wir jetzt damit? Können wir uns nicht leisten? Gehen wir weg? Und es steht plötzlich zum Verkauf. Also, ich würde an der Idee auf jeden Fall festhalten und würde mich da nicht beirren lassen. Als Linke und als Frau lernt man sowieso, dass man sich sehr oft ein Nein holt und man darf ja diesen Widrigkeiten zum Trotz dann nicht aufgeben, auf gar keinen Fall. Dann muss es eben irgendwie anders gemacht werden. Und oft ist es übrigens so, dass die Geschichte einem zur Hilfe kommt und dass es gemacht wird. Das Wichtige ist, dass man sich formiert hinter einem so guten, einmaligen, schlüssigen, großartigen Konzept für die Stadt, es als Chance und Herausforderung begreift, von daran versucht, so viele Menschen davon zu überzeugen, wie nur möglich. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, herzlichen Glückwunsch für die wunderbaren Wortspiele, gerade Kultur, jetzt und heute, dann kann ich nur sagen, eins darf nichts passieren, was die andere Überschrift ist, nix mit Dix in Gera, das darf nicht sein.